Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich mich äußere zur Sitzung des Parteivorstandes, auf der wir uns über die Wahlergebnisse in Berlin ausgetauscht haben, noch ein Blick in den Norden unseres Landes. Wir sind sehr froh, dass gestern bei der Stichwahl um die Frage, wer wird zukünftige Landrätin von Vorpommern-Greifswald, unsere Genossin Barbara Sürbe mit deutlich über 60% diesen Landkreis gewonnen hat und nach zwei Legislaturperioden als Landrätin nun in einem vergrößerten Kreis auch ihre Arbeit weiter fortsetzen kann. Wir haben gerade in der Sitzung des Parteivorstandes uns verständigt über das Berliner Wahlergebnis. Zuerst haben wir uns natürlich bedankt bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, zuvorderst natürlich Harald Wolff als Spitzenkandidat, der ja in den letzten Wochen von Termin zu Termin eilte, von Platz zu Straßenecke, um Stimmen für die Partei Die Linke zu werben. Und natürlich auch bei Klaus Lederer, dem Landesvorsitzenden, und auch allen, die von Berlin aus, aber auch als Unterstützer aus anderen Landesverbänden nach Berlin gekommen waren. Wir waren ja mit einem klaren Ziel in die Wahl gegangen. Wir wollten unser Wahlergebnis vom letzten Mal verbessern und wir wollten eine Möglichkeit zur Fortsetzung einer rot-roten Regierungskoalition ermöglichen. Das ist uns leider nicht gelungen. Das heißt, wir haben unser Wahlziel nicht erreicht. Natürlich haben wir uns darüber verständigt, was sind Ursachen? Nicht jede Ursache können wir heute schon benennen, ansonsten wäre, glaube ich, vermessen. Aber aufgefallen ist, dass es augenscheinlich der SPD gelungen ist, die Erfolge rot-roter Regierungspolitik für sich zu reklamieren, obwohl sie auch kein berauschendes Wahlergebnis hingelegt hat. Aber solche Errungenschaften, Dinge, die wir in den letzten Jahren in der rot-roten Koalition erreicht haben, auf Initiative der Linken, wie die Frage der Gemeinschaftsschule, die Frage von Arbeitsplätzen. Harald Wolff hat ja als Wirtschaftssenator dafür sehr viel Verantwortung getragen, des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, des Berlin-Passes, sind nicht so der Linken zugeordnet worden, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir haben ja auch als ganz zentrales Thema in dem Wahlkampf die Frage der Mieten und die Verteidigung des sozialen Wohnens gehabt. Da war es natürlich nicht hilfreich, dass die kommunalen Wohnungsgenossenschaften bzw. Gesellschaften, die Genossenschaften, nicht die Gesellschaften, 14 Tage vor der Wahl die Mieterhöhung an über 19.000 Haushalte geschickt haben. Auffällig bei dem Wahlkampf war auch, dass insbesondere was das Fernsehen betrifft, Harald Wolff als unser Spitzenkandidat absolut benachteiligt wurde. Sie können sich vielleicht alle entsinnen, dass es sogenannte Duelle gab. Es gab ein Duell Wowereit-Künast, es gab ein Duell Wowereit-Henkel. Es gab aber keine Bereitschaft, ein entsprechendes Sendeformat auch Harald Wolff einzuräumen. Das war eine Benachteiligung, der wir versucht haben, entgegenzutreten durch eine Kommentierung im Internet. Das kann aber bei aller Internet-Affinität in der Großstadt damit nicht ausgeglichen werden. Das war übrigens in anderen Bundesländern ähnlich. Ich möchte Sie daran erinnern, dass in Mecklenburg-Vorpommern es andere Argumente gab, um Helmut Holter, unseren Spitzenkandidaten, nicht zuzulassen, beziehungsweise in anderen Bundesländern war es ähnlich. Wir haben uns heute in der Diskussion im Parteivorstand darüber verständigt, dass eine ganz entscheidende Herausforderung an uns ist, nach diesem Wahljahr, wo wir ja mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen herausgekommen sind, aber letztendlich in der Summe unsere Ziele nicht so erreicht haben, wie wir sie hätten erreichen wollen, kritisch mit den Ursachen, selbstkritisch mit unseren eigenen Beiträgen zum Nichterringen von großen Erfolgen auseinandersetzen wollen und müssen, um als geschlossene Partei, denn was die Wähler, sie lesen ja auch alle Wahlanalysen, am meisten verabscheuen, augenscheinlich sind zerstrittene Parteien, als geschlossene Partei uns jetzt darauf konzentrieren werden, erstens natürlich hier in den entsprechenden parlamentarischen Rollen eine Oppositionsarbeit auch zu machen, die das verteidigt, was in Rot-Rot erreicht wurde auf Initiative der Linken, und zum anderen der nächste Schritt ist,
unser Bundesparteitag in Erfurt, wo wir unser Grundsatzprogramm mit hoffentlich großer Mehrheit verabschieden werden. Wir waren in den Wahlergebnissen natürlich deutlich hinter unseren Erwartungen zurück. Aber wir haben in den letzten Wochen auch noch mal deutlich aufholen können gegenüber den Prognosen. Und dafür möchte ich auch noch mal ausdrücklich den Wahlkämpfern und vor allen Dingen auch Harald Wolf und Klaus Rieder und allen anderen in dem Landesverband danken. Wir haben dort wirklich noch mal in den letzten Monaten Kernarbeit geleistet, die auch erfolgreich war. Wir hatten jetzt im Parteivorstand eine sehr solidarische und sehr geschlossene Debatte, in der wir versucht haben, die Dinge zu analysieren. Ein Fazit daraus ist, es gibt keine gegenseitigen Schuldzuweisungen, weder vom Landesverband an die Bundesspitze noch von Bundesspitze an den Landesverband, sondern wir sind uns im Klaren, Parteien verlieren gemeinsam, gewinnen gemeinsam und es ist absolut kontraproduktiv und wäre kontraproduktiv, das zu vergessen. Wir haben zweitens festgestellt, dass natürlich es nicht rund gelaufen ist, auch auf der Bundesebene nicht immer rund gelaufen ist, auch auf anderen Ebenen nicht immer rund gelaufen ist. Und ich möchte das nochmal unterstreichen, was Gesine Lötsch gesagt hat. Eine Partei, die zerstritten erscheint, ist bei Wahlen nicht attraktiv. Und das war das Ergebnis, wenn man jetzt die längeren Zeiträume betrachtet, das letzte Jahr. Wir sind als Partei nicht als geschlossene Partei wahrgenommen worden. Wir sind mit unseren Themen nicht mehr durchgedrungen. Das hat mit Schwierigkeiten zu tun, die schlichtweg in öffentlicher Darstellung, in der Weise war, dass man sich versucht hat, nicht zu unterstützen, sondern eher gegenseitig, ich sage mal ganz vorsichtig, nicht gerade positiv darzustellen. Das war ein Fehler. Und eine Konsequenz, die wir heute im Parteivorstand gezogen haben, ist, dass das ab sofort wirklich beendet werden muss. Es macht keinen Sinn. Eine Partei braucht ein klares inhaltliches Profil und braucht Geschlossenheit. Da ist sich der Parteivorstand einig mit all denen, die in diesem Parteivorstand waren. Es war eine sehr, sehr geschlossene, ich wiederhole es, einheitliche Debatte an dieser Frage. Das nächste Ziel, das wir jetzt vor uns haben, um diese klare inhaltliche Ausprägung, die Frage, warum braucht man die Linke, wieder in den Vordergrund zu stellen, ist die Frage unseres Programms. Wir werden im Oktober unseren Programmparteitag durchführen und auf diesem Programmparteitag werden wir nochmal deutlich machen, wofür die Linke steht und für was sie notwendig ist. Wir haben auch im Parteivorstand die klare Position, dass jede Form von Personaldebatten in dieser Situation vollkommen überflüssig und auch schädlich wäre und deshalb werden wir sie auch nicht führen, sondern wir werden uns konzentrieren darauf, warum uns ein Wähler will. Ein Arbeitsloser in diesem Lande, der möchte von uns Antworten auf seine Situation und keine Debatte, wie wir es untereinander halten. Ein abhängig Beschäftigter möchte wissen, warum er an diesem Aufschwung nicht beteiligt wird und möchte weniger wissen, wie wir es in der Partei mit einzelnen Personen halten. Und eine alleinerziehende Mutter möchte Antworten auf die zur Verbesserung ihrer Lebenssituation erhalten und weniger eine Partei, die nur mit Selbstzerstrittenheit aufwartet. Deshalb werden wir diesen Programmparteitag nutzen, und um uns genau mit diesen Fragen zu beschäftigen, unsere Vorschläge dazu zu machen. Im Kern dabei werden unsere Vorschläge zur Bewältigung der Finanzkrise sein. Wir haben aus unserer Sicht dort als einzige Partei ein klares Profil, das die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt und nicht die Interessen des Finanzsektors. Damit versuchen wir tatsächlich wieder mit Inhalten in den Vordergrund zu kommen und eben nicht mit Selbstbeschäftigung, was niemand nützt. Selbstverständlich werden wir dann auch eine Personaldebatte führen. Das ist selbstverständlich, weil Wahlen bevorstehen und die Wahlen werden im nächsten Jahr turnusmäßig sein. Und diese Debatte werden wir, so haben wir uns heute im Parteivorstand auch verständigt, mit großer Fairness und mit großer Klarheit und aber auch mit entsprechender Kultur miteinander führen. Und dann wird deutlich sein, die Linke ist eine Partei, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur notwendig ist, sondern die auch selbst einen Umgang pflegt, dass sie nach außen attraktiv wird. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe es gestern Abend schon in den Stellungnahmen gesagt. Wir haben unsere beiden Wahlziele verfehlt. Wir werden jetzt im Landesverband in die Diskussion gehen, was die Ursachen sind.
Ich glaube, es gibt nicht die eine Ursache, sondern es ist eine Kombination von mehreren Faktoren. Klaus Ernst hat es eben angesprochen, wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam im Bund und im Land. Es hat sicherlich eine Rolle gespielt, der Faktor, den Klaus Ernst eben angesprochen hat, dass es der SPD gelungen ist, durchaus eine Reihe von Themen zu okkupieren, die wir gesetzt haben, die wir teilweise gegen den Widerstand der SPD durchgesetzt haben. Auf der anderen Seite ist es uns nicht gelungen, bei dem einzigen wirklichen inhaltlichen Thema, das in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, nämlich die Frage Entwicklung auf dem Mieten- und Wohnungsmarkt, Mietsteigerungen in Berlin und drohende Verdrängung von einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten, deutlich zu machen, dass wir in den letzten 3 Jahren immer wieder mit der SPD die Auseinandersetzung um dieses Thema geführt haben und leider uns nicht haben durchsetzen können, sondern es uns immer wieder vorgeworfen wurde in den Wahlen. Warum habt ihr denn in den letzten Jahren nichts daran geändert? Das ist ein Problem, das werden wir auch analysieren müssen. Woran lag es im Einzelnen? Die Situation der Bundespartei ist angesprochen worden. Ich teile das, was gesagt wurde. Es war nicht hilfreich, die Diskussion, die wir über das gesamte letzte Jahr gehabt haben. Das hat keinen Rückenwind verliehen. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute im Parteivorstand eine sehr konstruktive Diskussion gehabt haben und wir uns, glaube ich, alle einig darüber waren, dass es jetzt darauf ankommt, dass die Linke ihre Anstrengungen, ihre Kommunikation und ihre Diskussion konzentriert auf die inhaltlichen Sachthemen. Auf die inhaltlichen Sachthemen angesichts der Tatsache, dass der Euroraum kurz vorm Auseinanderbrechen ist, und da geht es ja nicht nur abstrakt um eine Währung, sondern das hätte gravierende Auswirkungen auf die Lebenssituation der Menschen in Europa, auf die Lebenssituation der Menschen in Deutschland. Und hier die Antworten der Linke zu formulieren und diese Antworten auch schlagkräftig zu machen, halte ich für eine Schlüsselaufgabe in der nächsten Zeit. Und daran sollten wir gemeinsam arbeiten und auch bei dem nächsten Bundesparteitag, wo es um die Programmverabschiedung geht, auch ein klares Signal zu setzen, dass es ein gemeinsames Grundverständnis in dieser Partei gibt und dass wir das auch mit einem eindrucksvollen Votum für das gemeinsame Parteiprogramm dokumentieren. Wichtiger Faktor bei den Berliner Wahlen und für das Wahlergebnis ist der Erfolg der Piraten. Ich glaube, da müssen sich alle Parteien dem stellen, dass das den Piraten gelungen ist, mit dem Anspruch, wir machen jetzt Politik selbst, wir machen Politik transparenter, ein Unbehagen mit den bislang im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien zu artikulieren. Das hat auch uns getroffen. Nach den Analysen haben wir ca. 12.000 Stimmen an die Piraten verloren. Auch damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, was das für unsere Politik heißt, für die Art und Weise, Politik zu präsentieren. Und das wird auch ein wichtiger Punkt der Wahlauswertung dann nochmal im Einzelnen sein bei uns. Wir bereiten uns jetzt auf die Oppositionsrolle vor. Ich glaube, wer gestern auf unserer Wahlparty im Kosmos war, hat gesehen, dass die Stimmung, nachdem wir unsere Wahlziele nicht erreicht haben, keine niedergeschmetterte war. Es war auch keine euphorische Stimmung. Das ist auch, liegt in der Natur der Sache. Aber es war eine nach wie vor engagierte Stimmung, wie wir sie auch schon im Wahlkampf erlebt haben. Und wir werden eine künftige Regierung, wer immer es sei, sei es Rot-Grün oder SPD, CDU, mit unseren Forderungen konfrontieren. Wir werden nicht nur versuchen, das zu verteidigen, was unter Rot-Rot erreicht worden ist, sondern wir werden natürlich bei den Themen, die wir versucht haben, im Wahlkampf zu setzen, weiter dranbleiben. Wir wollen
dass es wirklich eine Änderung in der Wohnungs- und Mietenpolitik gibt, weil das zentral ist für die Stadtentwicklung, ob wir weiterhin in Berlin eine Stadtentwicklung haben, in der eine soziale Mischung in allen Stadtquartieren vorhanden ist und gewährleistet ist, was ja gerade auch die Attraktivität von Berlin ausmacht, oder ob wir eine Entwicklung durchlaufen, wie sie in vielen anderen europäischen Metropolen ist, dass sich sozusagen zwiebelförmig um die Innenstadt herum dann je nach Einkommensschicht dann eine Segregation der Bevölkerung stattfindet. Das wäre fatal für Berlin. Und da werden jetzt die Weichen gestellt und da werden wir einen klaren Schwerpunkt legen in der nächsten Zeit. Und das zweite Thema ist, großes Thema, um nur ein Beispiel zu nennen, ist das ganze Thema öffentliche Daseinsvorsorge. Das S-Bahn-Problem muss gelöst werden. Innerhalb der SPD ist nicht klar, welche Position sie dazu einnimmt. Da gibt es alle denkbaren Positionen, von Ausschreibung über die Deutsche Bahn soll es weitermachen, bis hin zur Frage Übernahme der S-Bahn in die kommunale Verantwortung. Bei den Grünen gibt es eine klare Position. Sie wollen ausschreiben und damit die Tür öffnen für private Betreiber des S-Bahn-Systems. Das halten wir für nicht akzeptabel. Und Sie wissen, es läuft zu diesem Thema auch ein von uns unterstütztes Volksbegehren gegenwärtig. Das Thema werden wir von unserer Seite aus weiter vorantreiben. Und selbstverständlich die ganze Frage Kampf gegen prekäre Beschäftigung in Berlin. Frau Künast hat es ja angekündigt, dass sie sich darum kümmern will. Finde ich sehr gut, nachdem sie in ihrer letzten Regierungsbeteiligung unter im Kabinett Schröder, in dem sie ja saß, die Agenda 2010 umgesetzt hat und damit erstmal die Türen für prekäre Beschäftigung geöffnet hat. Wir wollen, da liegt auch immer noch die Vorlage, die ich gefertigt habe im Senat vor, wir wollen, dass der Vergabemindestlohn jetzt unverzüglich auf 8,50 Euro erhöht wird. Und das sind alles Themen, mit denen wir dann die mögliche neue Koalition, wer auch immer sie sei, auch während der Sondierungsgespräche und der Koalitionsgespräche schon konfrontieren werden. Ich grüße Sie. Wir haben in den letzten Monaten in unserem Landesverband die Entscheidung, wie wir in die Wahl gegangen sind, immer mit großen Mehrheiten und gemeinsam getroffen. Das betrifft nicht nur die programmatischen oder die personellen Entscheidungen, sondern letztlich auch die Art und Weise, wie wir den Wahlkampf geführt haben. Jetzt sind wir mit dem Ergebnis konfrontiert, was wir gestern bekommen haben. Ich kann nur sagen, dass mein Eindruck war, dass in den letzten Wochen in dem Landesverband ein Maß an Engagement und Einsatz herrschte unter den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, wo ich mich also kaum daran erinnern kann, das jemals erlebt zu haben. Das fand ich großartig und dafür, glaube ich, gebührt allen, die sich da engagiert haben, Mitglieder oder Sympathisantinnen und Sympathisanten, großer Dank. Im Kern, denke ich, ist es am Ende auch ein ehrliches Ergebnis. Wir haben durchaus auch unsere Hausaufgaben im Landesverband zu machen in der Auswertung dieses Ergebnisses. Wir müssen schauen, warum die Themen, die wir gesetzt haben, am Ende nicht überzeugend waren für mehr Wählerinnen und Wähler als die, die uns ihre Stimme gegeben haben. Wir werden auch gucken müssen, wie es dazu kommt, dass wir unter Jungwählerinnen und Jungwählern doch relativ schlecht abgeschnitten haben und auch im Mittelalter, sage ich mal, zwischen 40 und 50, viele Wählerinnen und Wähler sich von uns abgewandt haben. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, uns die Frage zu stellen, warum das so ist. Und das ist auch eine Debatte über Strukturen in unserem Landesverband, über unsere Ausstrahlung, über unsere Art, wie wir diskutieren, über die Sprache, mit der wir unsere Themen an die Leute bringen und auch vielleicht die Frage, wie wir die Ohren aufsperren und zuhören, was die Stadtgesellschaft an Erwartungen an uns richtet. Wir haben eine ziemlich spannende Situation in der Frankfurter Allgemeinen und auch bei dem einen oder anderen Finanzmarktspekulanten, der damit Milliarden umgesetzt hat, wird die Frage aufgeworfen, warum bestimmte Annahmen, Grundannahmen, die in den letzten Jahren die globale Entwicklung beherrscht haben, möglicherweise für die Zukunft so nicht mehr tragbar sind. Wenn ein Herr Soros zum Beispiel darüber nachdenkt, ob die Linken nicht vielleicht recht haben oder ein Herr Schirmacher, dann ist das, glaube ich, die inhaltliche Herausforderung, die wir als Linke zu meistern haben. Und das verbindet sich mit einer kulturellen Herausforderung, nämlich tatsächlich auch auszustrahlen, dass wir die soziale und demokratische Erneuerung der Gesellschaft bewirken können, dass wir das kraftvoll schaffen. Das müssen wir als Gesamtpartei zu Wege bringen, das müssen wir auch in unserem Landesverband zu Wege bringen, weil wir alle unsere einzelnen Beiträge dazu zu leisten haben, dass wir als Partei insgesamt gut dastehen.
Und für uns heißt das hier in Berlin, nicht nur erst einmal tatsächlich auch zu würdigen, was Rot-Rot hier in den letzten Jahren zu Wege gebracht hat, sondern die Errungenschaften dann auch zu verteidigen. Das fängt beim Berlin-Pass an, das geht über die sich gesicherten öffentlichen Infrastrukturen weiter, bis hin aber auch zur Frage des öffentlichen Dienstes, wo ich vermute, dass vor dem Hintergrund von Schuldenbremse, Solidarpakt, Mittelabbau, gegebenenfalls auch Krisengefahr und all den Auswirkungen, die das auf die Landesfinanzen hat, in den nächsten Jahren das eine oder andere an Großangriffen zu erwarten sein wird. Und da werden wir als kraftvolle Opposition kämpfen, da werden wir uns einsetzen, werden wir auch uns darum kümmern müssen, uns wieder neu in der Stadtgesellschaft und stärker in der Stadtgesellschaft zu verankern, Vertrauen zu bekommen, Kraft zu schöpfen. Und wir haben, trotzdem wir hier geringfügige Verluste eingefahren haben, keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen, sondern wir haben den Kopf oben und wir werden kämpfen.